und herzlich willkommen bei Frau Janik, probier's aus, probier's auch. Und heute probiere ich was super Einfaches, super praktisch und lecker und ein bisschen verrückt, wo ich das erste Mal gesehen habe. Und zwar veganer Parmesan. Und ja, das funktioniert und ja, es schmeckt sogar auch noch lecker. Und es ist auch noch praktisch und zwar ist es mehrere Wochen im Kühlschrank haltbar, also perfekt. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Nur 4 Zutaten braucht es dafür, ein Mixer. Geht total easy peasy und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für euren veganen Parmesan braucht ihr eben nur 4 Zutaten und die erste Zutat, die Hauptzutat, das sind Cashewkerne. Da habe ich jetzt hier die Natur belassen, also nicht geröstet oder so. Dann braucht ihr noch ein bisschen Salz, dann habe ich hier Knoblauchpulver und dann brauchen wir zum Schluss noch Hefeflocken und das ist sozusagen der vegane Käseersatz, das sorgt für diesen käsigen Geschmack und das ist eben dann ganz wichtig, diese Zutat. Und ich kann euch mal hinten vorlesen, für was das noch geeignet ist, zum Beispiel für Suppen, Soßen, Salate, Gemüse, also das ist ähnlich wie Gemüsebrühe dann sozusagen, weil es eben diesen Geschmack von Würze reinbringt. Also richtig, richtig lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Ich bin ganz begeistert. Und jetzt geht das Ganze super einfach. Und zwar kommt alles in den Mixer hinein und wird so lange gemixt, bis es eine parmesanähnliche Konsistenz hat. Und dann ist es schon fertig. Und als Trick habe ich jetzt hier eben mir die Cashews in ein Glas gefüllt. Das Glas stelle ich dann so in den Kühlschrank und dort ist es dann bis zu 3 Wochen haltbar. Und weil ich jetzt nur dieses Glas füllen möchte, nehme ich das als mein Maß. Finde ich dann einfach, dann weiß ich, es passt genau hier in mein Glas hinein. Und jetzt kommen einfach die anderen Zutaten dann dazu in den Mixbehälter und mixen. So, und das war's schon. Also es geht wirklich eine Sekunde oder so, also weil Cashewkerne ja wirklich sehr, sehr weich sind. Deshalb nicht zu lange mixen, wirklich ganz kurz lieber stoppen, nochmal öffnen und gucken, ist es eigentlich schon durch sozusagen, schon zerkleinert oder hat es noch grobe Stücke. Und wenn es noch ein paar grobe Stücke hat, ist ja auch nicht so schlimm, dann hat man noch ein bisschen mehr Crunch. Aber wirklich ganz, ganz kurz und ja, jetzt ist es schon fertig. Und so schnell und einfach habt ihr Parmesan selbst hergestellt. Total einfach. Und vor allem das Coole ist, sehr lange haltbar im Kühlschrank. Und diese Zutaten hat man ja meistens im Vorratsschrank. Und wenn man mal nicht einkaufen gehen kann, dann kann man sich das ganz einfach selber machen. Das finde ich auch immer ein super Pluspunkt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Schreibt mir gerne hier auf YouTube oder auf meinem Blog, wie ihr das Ganze findet. Wie immer findet ihr natürlich auch die Mengenangaben auf meinem Blog, fraujanik.com. Und für Fotos freue ich mich natürlich auch immer riesig, wenn ihr mir Fotos schickt. Das geht am einfachsten über Instagram und da nutzt ihr am besten den Hashtag fraujanik oder @fraujanik. Ich freue mich jedes Mal nämlich riesig, wenn ich eure Fotos erhalte. Und auf Pinterest bin ich ja auch noch, genau. Da könnt ihr gerne auch mal nachschauen und die ganzen Rezepte von mir auf eure Pinnwände pinnen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Verfeinert mal eure nächste Pasta damit oder sonstige Gerichte, die ihr gerne habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.